Ein Pferd zieht eine Tonne. Was glaubst du, wie viel zwei Pferde ziehen, wenn sie in die gleiche Richtung ziehen? Vielleicht gehörst du auch zu dieser Generation, so wie ich. Wir machen halt sehr viel selber. Weißt du, was das Blöde ist? Wir können so viel. Wir haben so viele Talente. Wir denken dann, komm, bevor es der halb so gut macht, mach ich es doch einfach selber. Ich bin schneller. Ein Unternehmer hat zu mir mal gesagt, weißt du, wenn ich alles selber mache, dann fahre ich den direkten Weg von A nach B. Wenn ich es delegiere, einen Mitarbeiter, dann macht der einige Kurven, einige Bögen, kommt aber genau gleich zum Ziel. Wenn wir alles selber machen, sind wir die ganze Zeit im Tun, im Kopf. Was müssen wir noch? Aufpassen, Achtung, konzentriert sein. Wir haben dann genau das nicht, was so wichtig wäre. Das Allerwichtigste für jeden Menschen ist Zeit und Energie. Und diese Energie und diese Zeit im Wohlfühlmodus, im entspannten Modus, bei Dingen, die man gerne macht, wo einem Spaß machen, wo Freude kommt, wo Begeisterung kommt, wo ein gutes Gefühl daherkommt. Und alles, was man zwar selber kann, muss man nicht selber machen. Ich habe vor kurzem eine kleine Annonce aufgegeben auf einer Online-Plattform, weil ich jemanden gesucht habe für mein Team. Ich habe über 40 Bewerbungen bekommen. Was bedeutet das für mich? Entspannter, lockerer, leichter, ich brauche jetzt viel weniger Zeit für diese Dinge, kann die Dinge delegieren, ganz am Anfang muss man die Bedingungen klären, was ist wichtig, ich brauche das, Flexibilität, Schnelligkeit, was sind die Bedingungen, was kostet es, und dann hat man wirklich Partner an der Seite, die in die gleiche Richtung ziehen. Ein Pferd zieht eine Tonne. Was glaubst du, wie viel zwei Pferde ziehen, wenn sie in die gleiche Richtung ziehen? Umgerechnet circa 7 Tonnen. Also ein Pferd zieht eine Tonne, zwei Pferde ziehen 7 Tonnen. Synergieeffekt. Sich mit anderen verbinden, vernetzen, gemeinsam mit ihnen auf den Weg gehen. Das ist jetzt die hohe Qualität in der aktuellen Zeit. Wenn wir jetzt Dinge abgeben, ruhig dann entspannter werden können, ruhig dann die Zeit besser mit einem guten Gefühl füllen, richtige Entscheidungen treffen, den Fokus schärfen und alles, was ich nicht machen muss, abgeben, delegieren. Und dann haben wir genau das, was so wichtig ist: Zeit und Energie. Der größte und wichtigste Schatz für jeden von uns. Darum überleg dir immer, wenn du etwas machst oder etwas machen musst, frag dich, muss ich das wirklich selber machen oder kann ich das auch delegieren? Kann ich mir auch jemanden suchen, der sowas für mich macht? Und es gibt jetzt 1000 Möglichkeiten. Konzentriere dich auf das Allerwichtigste, auf Zeit und auf Energie. Dein größter Schatz. Schön, dass du bei diesem Video dabei warst und ich hoffe, beim nächsten Video wieder. Bis bald. Pfiati.